das islamische Regime im Iran erschießt diese Kinder auf der offenen Straße, verhaftet die, bringt sie im Gefängnis und durch Elektroschockfoltern und alle anderen Art von Foltern zwingt immer auf die gegen ihre Freunde und Freundinnen zu sprechen. Das islamische Regime hat eine sehr grausame Foltermethode, die auf der Tagesordnung steht, und das ist sowohl für die Männer als für die Frauen, und das nennt man Vergewaltigung. Die Vergewaltigung im Gefängnis im Iran durch das islamische Regime ist nur dafür da, um die Menschen zu brechen. Und sie brechen die Menschen dadurch, dass sie von diesen Revolutionswächter oder Gefängniswächter vergewaltigt werden. Und wenn ein oder andere durch irgendeinen Anlass freigelassen wird, meistens die Frauen, die bringen sich um, weil sie diesen Leid nicht ertragen können. Das islamische Regime im Iran hatte die 80 Millionen Menschen, Iraner, Iranerinnen, unter Gefangenschaft genommen. Iraner, Iranerinnen kämpfen seit 44 Jahren gegen das islamische Regime im Iran. Und was machen die anderen Länder? Besonders auch die europäischen Länder, die machen die Augen zu und machen sie ihre Geschäfte. Wenn wir jetzt einfach von Hengab, das ist eine Menschenrechtsorganisation, einfach die Statistik von gestern lese, steht, im letzten Monat wurden in iranischen Gefängnissen mindestens 142 Gefangene hingerichtet worden. Also 142 Gefangene sind hingerichtet worden. Im Durchschnitt wurden alle zwei Tage 9 Gefangene hingerichtet. Was die höchste Zahl an Hinrichtungen in einem Monat in den letzten Jahren darstellt. Das heißt, das iranische islamische Regime im Iran hat sonst nichts zu tun, außer Hinrichtung der Demonstranten, Demonstrantinnen, halt Hinrichtung aller Menschen, die jetzt mit islamischem Regime nichts zu tun haben wollen. Wir haben seit September letztes Jahres bis jetzt, das ist noch nicht ein Jahr, über 20.000 politischen Gefangene, die festgenommen worden sind und in iranischen Gefängnissen sitzen. So ist das eine Statistik. Das ist die Statistik von Hengab und Amnesty International. Das ist ein brutales Regime. Ein brutales Regime, das zu Erschrecken der anderen Denkenden immer solchen Aktionen macht. Wir sind seit eigentlich diese 44 Jahre des islamischen Regimes hier im Ausland, wir demonstrieren immer dagegen. Aber Europa hat immer noch die Augen zu. Wir haben die EU gefordert, wir haben sie darum gebeten, diesen Revolutionswächter oder diese Gardisten einfach auf der Terroristenliste zu setzen. Aber die EU weigert sich.
weigert sich immer noch. Und im Iran werden immer noch die Leute auf offener Straße gehängt. Das ist eine mittelalterliche Methode, die eigentlich kaum in einem Land existiert, außerdem im Iran. Und die EU macht die Augen zu. Und fragen Sie nicht danach, warum? Wir Iraner und Iranerinnen und internationale Unterstützer und Unterstützerinnen kommen immer jeder Samstag hier, um die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass wir als Menschen müssen auf der Seite der iranischen Volke stehen. Man fragt sich, warum? Das ist ja zu weit von uns. Aber wenn im Iran die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und keiner davon ein Protokoll macht, das wird hier auch irgendwann stattfinden. Wir müssen für die Menschenrechte was Internationales, es gilt für alle Menschen in der Welt, Menschenrechte gehört nicht zu einem Land, sondern zu allen Menschen, die existieren, wie das heißt, Menschenrechte. Wir müssen immer protestieren. Und wenn Sie fragen, wie protestiert man dagegen, kann ich Ihnen sagen, wir waren gerade, wie Sie wissen, politisch unabhängig bei den Grünen jetzt in Halle-Münsterland. Die haben ihre nordrhein-westfälische Parteitag. Und wir waren da. Wir waren da nicht, weil wir nah uns zu den Grünen oder zu einer anderen politischen Regierung, politische Parteien in Deutschland befinden. Wir sind nun da gewesen, um die Aufmerksamkeit dieser Abgeordneten darauf zu richten, dass es so weiter nicht geht, dass immer noch in Nordrhein-Westfalen, immer noch in Nordrhein-Westfalen, gibt es Firmen, die mit dem iranischen islamischen Regime immer Geschäfte machen. Und das ist eine Schande, Geld von diesen Massenmörder hier zu bringen. Und diese Massenmörder sind nicht iranische Menschen, sondern das islamische Regierung im Iran. Die machen Geschäfte mit allen. Und die EU macht Milliarden pro Jahr Geschäfte mit Iran. Nordrhein-Westfalen, da sind so viele Firmen, die mit Iran Geschäfte machen. Wir sind für jede Art von Geschäften, aber nicht in dieser Zeit. Man muss immer gucken, dass das Geld wichtig ist. Aber man muss auch auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und wenn wir heute nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, das heißt, wir machen die Augen zu und im Iran werden die Menschen auf offener Straße getötet, in Gefängnisse hin, vergewaltigt, gefoltert und hingerichtet. Und dafür sind wir da. Wir sind eine Gruppe von iranischen Menschen, die seit Jahren hier in Münster leben und von der Umgebung kommen, mit internationalen Unterstützer und Unterstützerinnen. Wir gehören zu keiner politischen Partei, wir gehören weder in Deutschland noch im Iran. Wir sind nur hier, um die Forderung der Menschen im Iran oder die Wiedergabe der Stimme der Iran, die Schalverstecker der iranischen Menschen, hier einfach euch weiterzugeben. Danke.